wir haben zwei Leute, die Ahnung von The Genesis Rebirth haben oder allgemein von The Genesis in der Welt. Und wir haben Frosty, der gar keine Ahnung hat. Und das ist einfach das ist richtig. Hallo. Und deswegen würde ich einfach damit mal anfangen, kurz so einen Überblick darüber zu geben, was ist The Genesis eigentlich, damit man mal so versteht, was diese Welt eigentlich genau ausmacht. The Genesis ist eigentlich recht normal unsere Erde gewesen, bis ins Jahr 2070, so um den Dreh rum. Als sich spontan mehrere Meteoriten auf die Erde zubewegten, alle Verteidigungsmaßnahmen der Menschheit fehlschlugen, diese Meteoriten einschlugen und unsere Zivilisation, wie wir sie heute kennen, zerstörten, überlebten glücklicherweise und anfangen nach der Zeit des Tieres, also Verwilderung, wieder aufzubauen. Problem, die Meteoriten kamen nicht ganz so alleine, sie brachten was mit, den Primer. Was der Primer so genau ist, weiß man nicht so wirklich. Er mutiert auf jeden Fall alles Lebendige und bis ins Unendliche. Und der, ja, die Sporenfelder und der Homo Degenesis waren darauf die nächste Reaktion. Im Endeffekt sind das irgendwelche Mutanten, die versuchen, die Menschheit auszulöschen, weil sie halt auf der Evolution die nächste Stufe da. Dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge wie die Psychovoren, aber das ist erstmal nicht so wichtig für uns. Für uns ist erstmal wichtig, dass die Welt ziemlich kaputt ist. Es gibt noch Hightech tatsächlich, aber die ist meist unter Verschluss oder unter tonnenweise Blut begraben und damit muss man jetzt halt leben. Die Welt ist ziemlich dreckig, sie ist ziemlich tödlich und sie ist im Großen und Ganzen recht schlecht vernetzt, muss man ganz ehrlich auch sagen. Die Kultur hat sich in Form von Kulten hauptsächlich gerettet. Kulte sind große Zusammenschlüsse von Menschen, die halt im ähnlichen Lebenssystem eigentlich folgen. Es sind bestimmte Philosophien, bestimmte Organisationsformen. Von den Ländern tatsächlich ist gar nicht mehr so viel übrig. Es gibt Europa noch, das ziemlich kaputt ist. Und es gibt Afrika, das nicht ganz so kaputt ist. Auf jeden Fall Afrika ist das neue, ist die neue Industriemacht sozusagen. Und die Afrikaner sind, haben Öl, sie haben Maschinen, sie haben Waffen, sie haben Gold. Sie sind mächtiger als die meisten Europäer tatsächlich sind. Vor allem deswegen auch, weil die Afrikaner haben unter anderem nicht mehr damit zu kämpfen, dass irgendwelche übermenschlichen Wesen suchen, sie niederzumachen. Sie hatten Glück und haben keinen der Meteore abbekommen. Auf jeden Fall nicht so direkt, wie die Europäer das abgedeckt haben. Die Länder in Europa tatsächlich sind ein bisschen anders. Erstmal fangen wir an, Hyperspania. Hyperspania hat das Ganze sehr gut überstanden. Problem, sie haben danach erstmal nach Afrika gegangen und haben gesagt, okay, plündern wir mal da. Das fanden die Afrikaner nicht so toll und haben zurückgeschlagen. Spanien ist es zweigeteilt. Es gibt unten in Cordoba den afrikanisch kontrollierten Teil und oben um Madrid spanisch kontrollierten Teil. Und beide Teile sind sich unglaublich spinnefeind. Der einzige Grund, warum sie sich nicht dauernd die sozusagen massiv angehen, ist, dass in der Mitte liegt der Krater von Spanien, Mirar heißt der. Und die Wände darum sind zeitverzerrt. Wenn man da reinläuft, dann weiß man nie so recht, wie man rauskommt oder ob man überhaupt jemals rauskommt. Vielleicht landet man in der Unendlichkeit, vielleicht in der Zeitschleife, was weiß ich. Ist gar nicht so ungefährlich. Franca selbst hat weniger Glück gehabt. Das ganze Land ist jetzt eigentlich ein sumpfiger Morast, beherrscht von Pheromanten. Pheromanten sind Homo Degenesis, die andere Insekten und Menschen mit Pheromonen kontrollieren können und dort ihre Zikkuratstädte aufbauen. Die freien Franka leben hauptsächlich noch auf Seen und Flüssen, auf schwimmenden Städten, um sich halt gegen die Insektenplagen zu verteidigen und haben auch natürlich Unterstützung von Kulten, die gegen Homo Degenesis kämpfen. Der nächste Schritt ist Borka. Borka ist ein ziemlich zweigeteiltes Land, was einfach daran liegt, dass Borka zweigeteilt ist durch den Sichelschlag. Ein gigantisch aufgebrochenes tektonisches Ding, das sich von Süden nach Norden erstreckt und nur wenige Pässe hat, wo man tatsächlich rüber kann, die tatsächlich von den Helvetikern besetzt sind, die Zoll verlangen. Freundliche Leute. Wieder anders als heute. Ja, mit modernen Rüstungen und modernen Schusswaffen, mit denen legt man sich besser nicht an. Während Westborka tatsächlich ein steppiges, ödes Land ist, mit Roststürmen und ähnlichem, ist Ostborka tatsächlich recht grün und recht fruchtbar. Porgare, Italien also, ist ebenfalls recht zweigeteilt, nur hier ist es ähnlich rum. Die eine Seite, die Westseite, ist komplett verbrannt. Wirklich einöde, muss man ganz ehrlich sagen, da lebt nicht mehr viel. Bis auf wenige Ausnahmen. Der Ostteil ist recht fruchtbar, vor allem in der Adria-Gegend. Ist aber auch recht zerschritten, weil hier die Wiedertäufer, sozusagen die christliche Bewegung und die Jermedaner, sozusagen, ich würde sagen, die islamische Bewegung, hier aufeinandertreffen und wenn man sich mal spinnefeind sind. Und der Fluss ist auch regelmäßig ein bisschen blutig, aber inzwischen ist da auch ein bisschen Abnutzungserscheinung. Das heißt, beide Seiten sind mal ein bisschen vorsichtig, damit kein neuer Konflikt ausbricht. Nähern wir uns nächstens Polen zu. Kann man sich denken, das Polen. Polen ist deswegen interessant, weil das ganze Land eigentlich überwuchert ist von Spinnenweben. Unter, ja, den gigantischen Sporenteppiche liegen und die Menschen dort sehr nomadisch hin und her wandern. Von Oase zu Oase sozusagen, die in unregelmäßigen Abständen aus diesem Spinnenweben-Konstrukt ausbrechen. Fraktalwäldern nennt man sowas.
In Pollen leben auch wahrscheinlich die gefährlichsten Homodigenesis-Variante, der Biokinet. Ja, man möge sich einen biooptimierten Kampfmutanten vorstellen, der ungefähr teilweise an die Größe eines Elefanten heranreicht, je nachdem. Sehr, sehr gefährlich, die Viecher. Das letzte Land, über das wir jetzt noch sprechen werden, ist der Balkan. Das vorletzte eigentlich. Ich will noch Afrika kurz erwähnen nachher nochmal. Ist der Balkan. Der Balkan ist ein recht umstrittenes Gebiet. Allein deswegen, weil dort mehrere Voivodate entstanden sind. Das sind im Endeffekt Fürstentümer mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund. Ist deswegen interessant, weil der Balkan erstens ein Land mit sehr, sehr vielen Bunkern ist. Was in diesen Bunkern wohl drin ist. Mysteriös, mysteriös. Und auch deswegen interessant, weil der Balkan natürlich einer der wenigen Orte ist, wo es tatsächlich nur noch so eine Art Landverbindung Richtung Afrika gibt. Ansonsten ist der Balkan nicht so besonders, außer dass es dort auch natürlich einen Krater gibt. Die Krater werde ich auch noch mal kurz erwähnen. Der Krater im Balkan ist der... Ich kenne die Namen auch nicht auswendig alle. Auf jeden Fall, der Krater ist dort leben die Fujani. Das sind Klang Homo Genesis, die vielleicht mit Schall arbeiten und auch Leute ganz subtil manipulieren können tatsächlich. Oder halt Leute einfach mit Schall, mit Ultraschall in Fetzen reißen. Oder mit Vibrationen. Muss man alles nochmal. Es ist alles sehr, sehr mysteriös teilweise. Afrika selber ist natürlich ein bisschen besser dran. Es gibt das Daruba, das ist eine gigantische Narbe sozusagen, wo eine Meteore in mehreren hundert Kilometern über Afrika hinweggeflogen ist und, sagen wir mal kurz, das Land Feuer entharrt hat an dieser Stelle. An der Stelle ist allerdings auch was anderes passiert, und zwar sind dort die Psychovoren gesprossen. Psychovoren ist auch eine Art fraktales Gewächs, das gigantische Dschungelwälder bildet. Und jede Verletzung von Psychovoren sorgt dafür, dass ein Mensch sofort innerhalb von wenigen Minuten eigentlich sofort stirbt, indem er halt komplett random mutiert. Ist immer tödlich. Da gibt es keine Ausnahmen. Problem ist, es gibt einige Menschen, die mit diesen Psychovoren sozusagen eine Art Symbiose eingegangen sind. Die nennen sich Anubier. Das ist die Priesterkaste der Afrikaner, die irgendwie es geschafft hatten, damit zurechtzukommen. Man weiß nicht so recht, wie die das machen. Des Weiteren haben die Afrikaner deswegen so viel Glück. Erstens haben nur wenige Stämme überlebt, was natürlich die ethnische Diversität dort sehr, sehr geschrumpft hat. Und diese wenigen Stämme haben auch noch das, in Anführungszeichen, Glück gehabt, dass dieses Ahnenwispern eintritt. Das Ahnenwispern sorgt dafür, dass jeder Mensch sozusagen in eine Art Ursprache zurückfällt. Das hauptsächlich in der Nähe der Psychovoren ist das so. Man versteht sich gegenseitig, brabbelt aber irgendwelchen Blödsinn. Sprachbarrieren fallen, außer kulturelle Einigkeit. Das heißt, egal wo ich mich befinde, man kann sich verstehen, egal wo. Also ob ich jetzt in Spanien, in Polen, in Afrika bin. Es funktioniert tatsächlich nur in der Nähe von den Psychovoren, ist das so. Je weiter du davon wegkommst, desto undefinierter wird das Phänomen. Auch wenn es tatsächlich Möglichkeiten gibt, das mitzunehmen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Des Weiteren ist die Feindschaft zwischen Europäern und Afrikanern ziemlich groß meistens. Krähen, das sind die Europäer, und Löwen, das sind die Afrikaner. Aber die Kulturen sind erstmal gar nicht mal so wichtig. Auf jeden Fall, wenn man innerhalb einer von beiden großen Parteien ist, also Krähen und Löwen, sondern die Kulte sind viel, viel wichtiger. Ich sehe gerade, dass auf der Karte, wir haben da einmal die Eisbarriere im Norden und wir haben die Ozeane, sind ein bisschen rot gefärbt oder rötlich. Ist das, ich vermute, das ist kein normales Wasser, oder? Das Meer ist tatsächlich gefährlich allein deswegen, weil auch im Meer sind Galeertklumpen und ähnliches. Man ist sich nicht ganz so sicher, was da ist, aber es ist auf jeden Fall gefährlich. Wenn man da mit Schiffen durchfährt, dann haften die sich an irgendwie in den Rumpf und machen dich immer schwerer, bis du irgendwann komplett bewegungsunfähig bist. Okay, cool. Es gibt trotzdem Verrückte, die es probieren. Klar, es ist natürlich auch möglich, da irgendwie durchzukommen, aber es gibt auch regelmäßig in Frankreich oder auf Corfs, dass irgendwelche Teile angespült werden mit seltsamen Zeichen drauf. Vielleicht gibt es ja auf der anderen Seite des Atlantiks tatsächlich noch Kulturen oder neue Kulturen. Man weiß es nicht tatsächlich. Man weiß es nicht. Auch gut, die Karte, die hat, glaube ich, jeder. Da sind auch die Krater nochmal drauf. Usut im Balkan, Pandora in Polen. Pandora ist übrigens der größte Krater. Nox in Pogare, Sofrance in Frankreich, Franca und Mira in Hydrospanien. Also die roten Zentren, das sind dann Einschlagstellen von Meteoriten. Genau, und das sind die großen, sagen wir mal, Äther-Chakren. Das Chakra-System ist natürlich recht wichtig dafür, aber das ist erstmal nichts, muss man erstmal nicht wissen. Das wissen nur Leute, die sich aktiv damit beschäftigen, was die meisten Charaktere tatsächlich nicht. So, wenden wir uns den Kulten zu. Die Kulten tatsächlich sind die Lebensader in Genesis. Sind gleichzeitig Klasse und sind auch Kultur tatsächlich. Da habe ich quasi noch nie reingeblättert. Ich hatte immer nur die ersten paar Seiten mir angesehen.
Und dachte, okay, alles weiß und weiß. Und naja, gut, hätte ich mal auf Seite 4 geblättert, dann. Aber ich habe mir halt nur die ersten drei Seiten angesehen. Und ich habe jetzt eben gerade mir die Zeichnung angesehen und dachte mir so, Junge, lies das doch vorher. Die Illustrationen sind richtig gut. Du kannst jeweils, bist du im Primal Punk oder bist du im Katharsis? Ich bin im Primal Punk. Das ist der Weltenband. Das Katharsis ist das System, ist der Systemband. Ja, dann Systemband, okay. Du kannst, okay. Ja, du kannst auch gerne im Katharsis, erstmal im Primal Punk bleiben. Ich würde jetzt immer ein bisschen was zu diesen Kulten erzählen, wo sie herkommen und was sie eigentlich antreiben. Die Spitalier tatsächlich sind ein Ärztekult. Sagen wir mal ernsthaft. Die Spitalier sind ein Ärztekult, der aus dem Krisenzentrum am Rhein hervorgegangen ist. Sie haben erstmal natürlich gab es ein großes Problem. Es gab noch vor dem Einschlag des Meteors riesige Krankheitsepidemien, die aus Afrika nach Europa rübergezogen sind. Jetzt muss ich kurz den Namen zusammenkriegen, dass ich nicht Vitas sage wie in Shadowrun. Hive. Genau, Hive war es. Hive, eine HIV-Variante. Aber auf jeden Fall hat sich es ähnlich verhalten, auch wenn es anders getötet hat. Sehr, sehr gefährlich. Auf jeden Fall, das Krisenzentrum ist daran fast zerbrochen. Eigentlich ist es. Und dann natürlich kam der Meteor, die Zivilisation brach zusammen und die Ärzte haben sich vor diesen Plünderungen, vor diesen großen Problemen in diesem Krisenzentrum verschanzt. Sie mussten mit ansehen, sozusagen, was draußen alles kaputt geht und haben sich darauf geschworen, nie wieder der Welt den Rücken zuzukehren. Ein militanter Ärztekult war geboren. Hossa. Man darf sich so die Spitalier so ein bisschen vorstellen wie preußische Armeeleute, die gleichzeitig den Anspruch haben, die Menschheit als Gesamtheit zu erhalten und gesund zu halten. Und ja, dafür darf man Opfer bringen. Dafür darf man Opfer bringen. Das klingt genauso fanatisch, wie sie sind. Die Spitalier selbst sind ein recht mächtiger Kult, auch ein recht verbreiteter Kult, vor allem in Zentraleuropa. Sie sind ein Kult, der sich stark mit dem Homo Degenesis auseinandersetzt, weil sie ihn für eine Krankheit halten oder halt für eine Gefahr für die Menschheit, die ausgerottet werden muss. Und sie sind ein ganz großer Feind von Burn. Burn, das sind Pilzsporen, die diesen Primer mit sich tragen und mit den Erdschakren verbunden sind. Das ist eine Droge tatsächlich auch. Das sind die Spitalier tatsächlich. Das Bild zeigt sehr, sehr gut, was eigentlich Spitalier sind. Bloß keine Sporen einatmen, Pickelhelm, Schwert, Kreuzritterschwert, cool. Ja, zu den Kreuzrittern kommen wir später auch noch, sozusagen. Oh Gott, lass mich mit den Wichsern in Frieden. Gehen wir zum nächsten Kult. Den Chronisten. Technikanbeter trifft eigentlich schon ziemlich genau, was die Chronisten sind. Also so ein bisschen der Ordo-Mechanikus. Genau. Das ist gar nicht so schlecht. Der Vergleich ist eigentlich ziemlich gut. Also ich meine, sie sehen halt auch schon so ein bisschen so aus. Die Chronisten tatsächlich sind eine Bewegung, die vor dem Eschaton schon irgendwie existiert hat, in einer anderen Form. Wir waren der Meinung, dass wenn man im Stream, also im Internet, genug Kapazität zur Verfügung stellt, dann wird das irgendwann erwachen und zu was Größerem werden. Ein digitaler Gott sozusagen. Dem kam leider was zuvor, und zwar ein gigantisches Internetphänomen, das den Stream kurz vor dem Einschlag des Meteors abstolzen hat lassen. Was genau das war, das ist auch ein bisschen mysteriös. Ha, spooky. Auf jeden Fall, danach haben sie sich auch zusammengefunden und im Zeitalter des Tiers, das sie überdauert. Kurz die Frage, wenn du sagst, das ist mysteriös, du hast das jetzt das ein oder andere Mal schon gesagt, ist das für den Spielleiter offen gelassen? Kann er sich selbst aussuchen, was passiert ist? Oder weiß der Spielleiter das? Gibt es irgendwie ein zusätzliches Buch? Es gibt ganz, ganz viele Andeutungen, aber im Großen und Ganzen ist die Genesis eines der Rollenspiele, das ganz, ganz viel offen lässt. Okay, also ähnlich wie bei Warhammer 40k, das ist ja auch angedeutet, aber der Spielleiter kann sich seine eigenen Sachen zusammenhalten. Also, genau. Die Sache ist die, es gibt diesen Metaplot im Hintergrund und der ist auch schon fertig und er wird immer wieder in Abenteuern weiter released. Ja, aber nur in kleinen Häppchen. Ja, in sehr kleinen Häppchen. In kleinen Häppchen, die meistens mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Ich bin auch fest überzeugt, dass sie das nie aufklären werden. Bei hoch 16 ist aufgeklärt. Bei hoch 16 ist aufgeklärt. Echt? Ja. Wo haben sie denn aufgeklärt? Im jetzigen Rebirth oder im alten? Ja, aber auch nur in irgendeinem Fluff-Bild im Hintergrund in einer Texttafel.
Echt? Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Zumindest weiß man, auf wessen Mist es gewachsen ist. Das muss ich mir mal nachher angucken. Egal. Auf jeden Fall viele Geheimnisse. Die Grundisten haben sich dadurch erhoben. Sie wurde auf jeden Fall ein Technikkult, der sich dann auch im Rheingebiet niedergelassen hat. Sie haben sie im Untergrund der Domkapelle im Kölner Dom niedergelassen, wurden da von Wiedertäufern rausgeschmissen. Konnten sich natürlich nicht wehren. Und da wurde ihnen klar, dass noch so viel Wissen einen nicht schützt. Sie zogen sich zurück und kamen als was Neues wieder. Und zwar als halbglückliche Technikwesen sozusagen. Die Grundisten zeigen auch nie ihr Gesicht, zum Beispiel Außenstehenden, sondern und sprechen auch nur über Stimmverzerrer mit ihnen. Sie nutzen Schallwaffen, haben die letzten Fragmente des Internets sozusagen gespeichert, benutzen Überwachungstechnik und verstehen sehr, sehr viel von Elektronik. Sie sind ein sehr mysteriöser Kult auch in der Zwischenzeit geworden. Das passiert, wenn man Nerds zu lange allein lässt sozusagen. Was auch wichtig ist, das sind mehr so die Typen, die im Hintergrund Fäden spinnen. Und eines der obersten Kultmantras ist, dass sie keine tödlichen Waffen benutzen. Nächster Kult, die Helvetiker. Ganz leicht erklärt, die Schweizer hatten mal einen Gut auf den Eschachtern vorbereitet, sie hatten einen Bunker gebaut in die Alpen, zogen sich dahin dann gezielt zurück. Problem, die Erde brach auf und alle Bunker bis auf den der Militärführung und der Armee gingen verloren. Die Schweizer Armee war also spontan allein gelassen von ihrer Regierung und allen anderen Leuten, mussten sich alleine durchschlagen und dann wurde halt eine Militärregierung draus tatsächlich, die halt in ihren Alpenfestungen sitzt und feststellte, okay, die Zivilbevölkerung der Schweiz, die gibt es nicht mehr so wirklich, machen wir erstmal Alpenpässe auf und verlangen Zoll. Das ist so im Großen und Ganzen gesagt, was die Helvetiker sind. Helvetiker sind militärtechnisch gesehen das modernste der modernste Kult. Sie haben ganz, ganz viel von der Technologie gerettet. Sie sind auch wahrscheinlich die einzigen, die noch moderne Munition herstellen können, auch moderne Waffen noch herstellen können. Auf jeden Fall so modern, wie es halt heute plus 40 Jahre sein werden ungefähr. Sind ganz charakteristisch dafür, dass sie coole weiße Rüstungen haben. Eine Vollrüstung, die auch sehr, sehr gute Werte hat. Also die sind auch rein wertetechnisch wahrscheinlich der Kult mit den fast besten Ausrüstungssachen. Was? Sind disziplintechnisch sehr, sehr streng organisiert, sehr, sehr straff organisiert. Nähern wir uns dem nächsten Kult, und zwar den Richtern. Die Richter selbst sind ein relativ neuer Kult. In der Hinsicht, dass... Inquisition. Sozusagen. Die Richter sind daraus entstanden, dass es irgendwann so ein Typ mit Schlapphut und Hammer gab, der anfing, umherzuziehen und sozusagen Gericht zu halten und böse Übeltäter zu bestrafen und Verbrecher zu jagen. Und daraus ist dann halt die Richterbewegung entstanden, die dann auch irgendwann angefangen hat, einen eigenen Staat zu gründen, einen Justizianstaat, das Protektorat, und sich auch irgendwann mit anderen Kulten zusammengetan hat, hier namentlich die Chronisten, später auch noch Spitalier und in neuester Zeit auch die Wiedertäufer. Zusammengetan ist gut. Ja, man hat aufgehört, sich gegenseitig umzubringen und arbeitet irgendwie so ein bisschen zusammen, wenn man sich gerade nicht auf die Füße tritt. Die Richter selbst sind auch ein sehr recht hierarchischer Kult tatsächlich und sind an sich gesehen auch recht cool, weil sie halt ein echt cooles Gerechtigkeitsmantra mitbringen. Das ist auch sehr interessant, ist, weil sie auch eine der wenigen erfolgreichen postapokalyptischen wirklich gesellschaftsformenden Kulte sind. Zum nächsten Kult muss ich gleich so viel sagen. Sipplinge sind alle, die keinem anderen Kulte angehören. Schrotter sind ein spezieller Kult, der eigentlich ganz immanent verwoben ist mit den Chronisten oder halt mit den Neolybiern, je nachdem, wo man gerade ist. Schrotter sind Typen, die in die Wildnis gehen oder halt irgendwo hingehen und dort aus Schrott aus der alten Welt aus dem Boden ausgraben und den verkaufen. Oder Leute halt auch, die sich als Schrotter verstehen und irgendwelche Sachen aus Altmetall zusammenlöten. Schrotter sind Typen, abenteuerlustige Typen, bodenständige Typen meistens auch. Typen mit einem selbstgebastelten Schrotgewehr, die nachts Wache halten, damit die mutierte Mühlmaus ihnen nicht die Beute stiehlt. Ist das das Äquivalent zum Warhammer-Abschaum? Nee, das ist was anderes. Der Abschaum ist was anderes. Dort ist ja mehr so die Sammler, Händler und Bastler. So alles drei irgendwie zusammengemischt. Das Basteln finde ich jetzt da das Wichtigste von den drei Kriterien. Ich würde sagen, das Wichtigste beim Schrotterleben tatsächlich, dass man kreativ Dinge findet und umbaut. In Koks und Nutten investiert. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig für Schrotter. Und da haben sie auch ein paar Synergien mit anderen Kulten, muss man ganz ehrlich sagen. Hauptsächlich mit einem. Ja, aber ganz am Ende kommt. Oder fast ganz am Ende. Jo, auf jeden Fall, die Schrotter sind auch ein sehr, sehr dezentraler Kult, der eigentlich mit wenig innerminderende Struktur mitbringt, aber irgendwie versteht man sich selber schon als Schrotter.
Das liegt daran, dass jeder Schrott eine Schrottharune hat. Warum sich das durchgesetzt hat, weiß der Teufel. Kommen wir zum ersten rein afrikanischen Kult, und zwar den Neolibyern. Neolibyer sind der Händlerkult. Die zivilisierten Leute, die in ihrer Hauptstadt Tripol hocken und sich entscheiden, okay, teilen wir die Welt auf, indem wir die Landkarte sozusagen in Stücke schneiden, damit verschiedene Leute verschiedene Handelsrouten kriegen. Und dann beuten wir die Leute daraus, was das Zeug. Die Neolibyer sind Jäger, es sind Händler, es sind Vermittler, es sind Verwalter, es sind Diplomaten. Alles für das afrikanische Volk und den eigenen Geldbeutel. Wobei der eigene Geldbeutel nicht vor dem afrikanischen Volk steht. Es sind Opportunisten tatsächlich, die einem bestimmten Credo folgen, bei dem es Gold ist. Gold ist ganz, ganz wichtig. Und Erfolg ist das, woran man gemessen wird. Das sind die Neolibyer. Und sie tragen coole Turbane. Der nächste Kult, auch afrikanisch, sind die Geißler. Die Geißler sind die Krallen des afrikanischen Löwen. Sie sind sozusagen das afrikanische Militär, das in kleine Kampfverbände organisiert ist. Ohne wirklich. Haben die einen Blauhelm von der UNO auf? Ja. Ja. Die haben die UNO-Festung in Afrika geplündert. Da kommen deren Waffen her. Blauhelm-Soldaten. Warten wir auf deren Waffe. Ja, auf jeden Fall sind die Geißler die Waffen in Afrika. Es sind kleine stammesverbändartige Truppen organisiert, ohne großartige Heeresführung. Sind aber dabei recht wichtig tatsächlich. Wichtig für die sind ihre Masken, die halt darstellen, wo sie in der Hierarchie stehen. Und ihre Waffen sind auch natürlich sehr, sehr wichtig. Dufu, Hondo, Damu, Chaga, das sind die, ne? Ja, das sind die unterschiedlichen Kultränge. Ja, ich skippe nämlich gerade so ein bisschen zwischen den PDFs hin und her und da haben sie nochmal einen anderen Helm auf. So eine Eishockey-Maske. Solange sie es als Helm benutzen lässt, benutzt man es. Sie mögen zwar anachronistisch erscheinen, sind aber trotzdem sehr, sehr effektiv in der Kriegsführung. Kommen wir zum letzten und wichtigsten, aber fast wichtigsten afrikanischen Kult, das sind die Anubier. Seltsame Typ, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, die Anubier sind der Priesterkult Afrikas. Die meisten anderen Religionen haben da unten einfach an Macht verloren. Die Anubier sind auch deswegen so gruselig, weil nicht jeder Anubier werden kann. Es ist genetisch festgelegt, wer Anubier werden kann. Da wird man mit so einem komischen Knochen wird man geritzt. Und wenn man dann so ein kleines Extrem kriegt, dann kann man Anubier werden. Oder man wird Anubier, da hat man nicht so viel Freiheit, muss man ganz ehrlich sagen. Dann bekommt man irgendwas Seltsames auf den Bauch tätowiert und dann beginnt der Spaß. Anubier haben irgendeine seltsame Verbindung mit den Psychovoren und darauf will ich auch gar nicht mehr so weiter eingehen. Auf jeden Fall können sie irgendwie manipulieren. Sie können Medizin aus ihren Früchten herstellen, die sehr, sehr seltsame Wirkung hat. Und irgendwann gehen sie durch die Psychovoren nach Kairo, einer komplett überwucherten Stadt übrigens. Und weiß der Teufel, was sie da machen. Vielleicht bauen sie ein Raumschiff, vielleicht tanzen sie um Feuer, wer weiß das schon so genau. Das weiß tatsächlich noch niemand, also das ist auch steht noch in keinen Büchern drin. Die Anubier sind völlig mysteriös. Sie müssen Fruchtbarkeitsrituale. Ja, vielleicht. Also es gab irgendwann mal ein Anubis-Konsortium. Das war eine Forschungsgruppe tatsächlich, erst die vor dem Eschaton, die vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte, man weiß es nicht. Das sind die Anubier. Nähern wir uns den Yeher Medan an. Sehr interessanten Kult. Die Yahmedaner tatsächlich sind dadurch entstanden durch einen Propheten namens Yahmed. Das ist Balkan tatsächlich, wo die herkommen. Balkan. Und das ist so eine Mischung aus den drei großen Weltreligionen, könnte man sagen. Das ist so alles ein bisschen reingewurschtelt. Vor allem Judentum und Islam. Und ganz, ganz komisch. Also die Yahmedaner sind deswegen so interessant, sind auf jeden Fall aus diesem Propheten Yahmed hervorgegangen und sind gleichzeitig von noch irgendeinem seltsamen Wesen namens Arias geprägt, bitterköpfigen, seltsamen Dingen, das ihnen in Stunden der Not beistand. Auf jeden Fall sind sie in einer Sippenstruktur drin, einer sehr, sehr patriarchischen Sippenstruktur tatsächlich, die auch sehr, sehr Zweiklassengesellschaft ist. Es gibt einen erstgeborenen Sohn mit der Hauptfrau sozusagen, den Isaaki, der alles machen darf. Dann gibt es noch den Ismaeli, das sind alle anderen Söhne des Sippenvorstehers, die eigentlich einen Scheiß machen dürfen. Frauen gar nicht eingeschlossen, die sind nur zum Gebären da. Auf jeden Fall haben sie eine sehr interessante Kultur, ein sehr interessantes Religionsverständnis, bei ihr natürlich ihren großen Gott. Yahmed, also ihren großen Gott und den Propheten Yahmed.
und irgendwann wird er wiederkehren und dann werden die Gläubigen herrschen. Ja, was Aries da drin zu tun hat, darüber ist man nicht ganz so einig. Ist das irgendwie ein heidnisches Wesen, das man verachten sollte? Ist es irgendwie eine Manifestation Gottes? Man weiß es nicht so recht. Ist auch sehr, sehr schwierig. Lernen wir uns im nächsten Kult. Ah, da kommen sie schon, die Apokalyptiker. Die Apos. Die Herren des Begehrens. Ja, das kann man also gar nicht so schlecht ausgedrückt. Das sind, sagen wir mal so, es ist die ranzige Mafia. Das trifft ganz gut eigentlich. Aber hervorgegangen aus einem Internetphänomen vor dem Eschaton ist aus den Apos von einer Philosophie, die ein gewisser Herr Getrell, den wir nachher nochmal erwähnen werden, verkörperte. Die Apos haben die Philosophie, lebe im Jetzt, scher dich nicht um Konsequenzen, hab Spaß. Das Ganze gepaart mit sehr, sehr viel Skrupellosigkeit und einer mafiösen Schwarmstruktur. Schwarm hier in Folge von Scharstruktur eigentlich, in Folge des Vogelschwarms. Hat sich natürlich daraus eine recht aktive Unterweltverbindung herauskristallisiert, die in einzelne Scharen unterteilt ist, die halt jeweils von einem Raben oder je nachdem, wo man halt ist, auch von einem Albatros oder Bussard halt geleitet wird. Die Apos gibt es überall tatsächlich und sind halt in irgendwelchen kriminellen Geschäften meistens vertreten. Sind auch stark im Tarot verwurzelt. Das Tarot ist geträsche Tarot. Wie sehr sie es daran glauben, ist aber immer unterschiedlich. Es ist meistens auch Machtinstrument der Hand. Wenden wir uns im nächsten Kult zu den Wiedertäufern. Die Wiedertäufer sind daraus hervorgegangen, dass ein christlicher Priester im Endeffekt Zweifeln kam und feststellte, dass die christliche Überlieferung irgendwie scheiße ist und sich dann dem Gnostizismus zuwandte. Man kann sich denken, Materie ist scheiße, Geist ist voll cool. Und daraus sind die Wiedertäufer hervorgegangen, die halt jetzt im Augenblick sich dadurch bestätigt sehen, dass der Homo Legendens halt aufgetaucht ist. Der Antichrist hat seinen Kopf gezeigt. Jetzt müssen wir zeigen, dass die Menschheit es doch noch wert ist, Gottes Kinder zu sein. Auf dass wir nicht vernichtet werden, wenn er die Schöpfung auflöst. Also kämpfen wir schön gegen den Antichristen und seine Manifestationen. Oder Antichrist ist hier, glaube ich, falsch. Wie Gott nennen sie das? Böse. Demiurg. Demiurg, genau. Genau, der Demiurg heißt es bei denen. Sind deswegen interessant, weil sie halt auch an physische Manifestationen von göttlicher Kraft glauben. Sie haben Emanationen, das sind so Art Visionen, die sie haben können. Sie haben Öle gebraut, die ihnen sehr, sehr coole Boni geben, sehr coole Kräfte auch. Und allgemein sind ein sehr, sehr gläubiger Kult. Der aber auch sehr, sehr bodenständig ist eigentlich. Obwohl sie relativ stark hierarchisch organisiert sind, ist es trotzdem nicht so, dass Leute oben in der Hierarchie komplett von der Weltlichkeit abgeschaut sind. Selbst wenn du im Konzil, also im höchsten Glaubensrat oder ein Täufer bist, dann sieht man die trotzdem noch bei recht profanen Tätigkeiten.